Aldemar HD. Toll. Los, schnell! Wir müssen zu dem Minenlager kommen. Es ist nicht mehr weit. Wir sind wieder alle ziemlich ausgeknipst. Haben Rüstung, mit denen wir nicht umgehen können. Und Kate haben wir zurückgelassen. Ja, also, zurück. Auf geht's. Der Erste, der ankommt, muss dann zurücklaufen. Wanderung des Heuters. Was? Wanderung des Heuters? Das hört sich überhaupt nicht an. Da sind wir schon. Pass auf, jetzt müsst ihr alle rennen. Der zuerst da ist, muss Kate holen. Oh Mann, das wird echt eng werden. Hoffentlich sind die nett und nicht böse. Die da hinten. Oh, was ist das denn? Eine Riesenbüffelherde. Beweg dich! Schneller! An die Arbeit, armseliger! Hydradina, Sklave. Oh oh. Okran, hoher Aufseher der Heiligen Nation. Okay, die haben viele Sklaven. Oh, die ist echt hübsch hier, ne? Komm, wir müssen hier vorne erstmal anhalten. Da kommen. Guck mal, die kann man auch da reinlotsen. Das geht auch. Dann kämpfen die alle dagegen. Aber wir gehen erstmal so da rein. Da oben können wir pennen, glaube ich. Nee, das geht nicht. Oh shit, okay. Ja, wir haben mal Check hier hingebracht. So, wer ist denn der am fittesten noch? Fumin? Keck? Fumin ist immer der schnellste, glaube ich. Jo, Fumin. Fumin? Du gehst Kate holen. Alleine. Tolle Idee, oder? Glaube nicht, aber egal. Der Rest muss ich jetzt mal hier ausruhen. Trepp. Und Keck. Los geht's. Fumin, los geht's. Wir speichern hier mal ab. Und dann gucken wir mal, ob Kate es schafft, nicht versklavt zu werden. Ah, was ist das da unten? Geh mal lieber da lang. Kate wurde versklavt. Scheiße! Die Schweine haben Kate. Boah, guck mal, wie gepanzert die sind. Kann ich mit denen reden? Wo bringen die denen denn hin? Das hört ihr was. Kate muss entsklavt werden. Hat alle ihre Ausrüstung, glaube ich, verloren, oder? Er hat noch ein Fleisch. Guck mal, hier. Alter, das wird interessant. Kate ist versklavt. Na gut. Fumin, dann zurück. Kate wurde versklavt. Er wurde Augenzeuge dieses schrecklichen Schicksals. Scheiße. Da oben ist Kate, aber... So, das ist nur fair, ja? Ich habe eben geladen. Ist wenigstens einer versklavt, statt alle. Okay. Bin gespannt, wo die hinbringen. Ich meine, so können wir die Karte auch erkunden. Oh shit, was ist denn jetzt los? Die greifen mich an. Na toll, warum das denn? Ach, der Fumin ist nicht stehen geblieben, ne? Kennen wir ja. Laden. Oh. Ja, der Fumin ist, soll bestimmt kontrolliert worden sein. Fumin ist alleine hier reingekommen. Fumin ist ein... Okay, das ist vor der Versklavung von Kate. Die Frage. Ich muss hier bleiben, ne? Ich darf nicht alleine in die Stadt laufen. Was machen die denn da? Ist ein Erzverarbeiter. Lass mal nochmal die Zeit laufen. Vielleicht schafft sie es ja aufzustehen. Willkommen in der Sklaverei. Okay. Oh Mann. Okay, da müssen wir jetzt mal Kate eine neue Gruppe machen. Und zwar nennen wir die versklavt. Scheiße. Okay.
Bin gespannt, was wir noch mit dir machen können. Oder ob sie befreit wird. Ja, man sieht ja oft, wie die alle fliehen oder so. Vielleicht kommen die auch dahin und wollen da ausruhen. Und wir provozieren die ein bisschen. So, Aldemar, meine Güte, die sind alle ganz schön mitgenommen. Können wir vielleicht da reingehen? Scheiß Sandsturm. Ich speichere nochmal ab. Ja. Beobachten wir mal ein bisschen Kate, hä? Okay, sie gehen weiter. Das lädt halt gerade, deswegen sind sie wahrscheinlich in der Luft da. Dann wissen, wo die hingehen. Jetzt können wir das erstmal so eine Truppe Sklaven verfolgen. Wie cool ist das, oder? Kate muss sich sowieso ausruhen. Jedes Mal die Schrift aufploppt und er jedes Mal lädt, wenn wir... Jetzt nicht... Okay, Kate muss jetzt hinterher latschen. Hat immer noch ein Essen. Die arme Kate. Oh, guck mal, die Fußfesseln. Oh, der arme Kopf. Voll am Bluten. Kate, du schaffst das schon. Die wird sie alle umbringen. Wetten, sie muss jetzt, die muss jetzt bestimmt kämpfen, ja? Im Combat Zone. Ja, das ist die Geschichte von Kate. Tut mir leid, ich hab dir echt den falschen Namen gegeben. Aber da, es kann sein, dass wir vielleicht aufgemischt werden hier, die Sklaventypen. Werden sie ja sehen, wenn das da rot wird. Aber die gehen, wo gehen die hin? Sie gehen bei mir vorbei gleich wahrscheinlich. Speichere nochmal ab, nicht, dass Fumi gleich wieder einen auf die Fresse kriegt. Wir verfolgen die Sklavenjäger. Ungewiss, was passiert. Vielleicht wollen sie die Sklaven verkaufen. Wir werden sehen. Kate hat ihr letztes Dingens gegessen. Ich meine, vielleicht geben sie ihr Essen. So, Wanderung des Häuters. Jetzt geht bitte nach rechts. Geht nach rechts. Ich glaube nicht, dass die schlagen könnte. Was haben die denn für Sachen? Minus so 16, 21. Oh. Ja, die kriege ich nicht kaputt. Mach's gut, Kate. Ich wünsche dir alles Gute. Ich kann dich nicht befreien. Sie wacht auf und alle sind weg und wurde zurückgelassen. Ich fühle mich sehr schlecht. Na, wir müssen noch was warten. Zill, wie sieht's mit dir aus? Bist du irgendwie... Pass auf, Zill, du musst sowieso getragen werden. Du kannst hier ein bisschen warten, während der Fumin sich ausruht. Und dann verfolgen wir ein bisschen weiter Kate. Sklave, namenlos. Weil irgendwo gehen die bestimmt hin. Ogryn Rider, ich glaube hier oben ist, naja, irgendwann, Kate, werden wir dich befreien. Grenzgebiet. Ich muss halt warten, bis wir wieder ganz frisch sind. Sonst, meine Güte, wir wurden aber vermöbelt. Weil das ist noch eine lange Reise. Wir müssen bis nach... Wir haben jetzt die Hälfte. Wir müssen nach da. Hier runter. Und ich weiß nicht, was noch passiert. Okay, Trepp. Warte nochmal. Trepp nochmal ausruhen. Keck auch. Das sind fliegende Betten.
Das ist so cool gerade. Ich bin gespannt, wo die hingehen mit ihr. Und dann können wir ja versuchen, unsere Fußfesseln durchzuschneiden. Schade, dass ich hier keine Säge da gelassen habe. Ich wusste ja nicht... Ach, ich wusste ja, dass die fast gelassen. Dieser Gegenstand ist verankert und kann nicht entfernt werden. Du kannst versuchen, ein Schloss zu knacken, aber eine Säge zu... Oder eine Säge zu finden. Oder du probierst es mit roher Gewalt. Aber so stark sind wir halt nicht. Oh, ist das krass hier. Da ist ein Lager. Wer weiß, was das ist? Heilige Minen. Noch mehr heilige Minen. Ich glaube, jetzt können wir mal losgehen. Ist auch gut jetzt. Ah. Ja. Das bringt alles Malis, deswegen will ich immer warten. Wie viel Essen haben wir überhaupt noch? Oh, shit. Oh, ich sehe schon, warum wir uns nicht heilen. Naja, dann mal zurück zu den anderen. Egal, genug. Alle aufstehen. Dann nimmt Keck mal den guten alten Zill. Alter, mal gucken, ob wir hier was kaufen können. Wir gehen lieber. Hier ist, glaube ich, auch nichts drin. Okay, wir gehen. Wir gehen schon. Wir gehen ja schon. Wir gehen ja schon. Boah, puh, haben wir ein Schwein? Okay, bloß weg hier. Haben wir alle? Zill ist aufgegabelt, okay. So, wir wollen... Na, gehen wir erstmal nach da. Dann gehen wir hier runter und dann gucken wir mal. Irgendwo hier muss die sein. Hier, da. Halt. Oh nein, 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 nein. Oh nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Lauf, Keck! Ich glaube, keiner will Keck haben. Ja, genau. Verprügelt die mal bitte. Komm, den einen schafft er wohl. Ist der Anführer, ne? Ja. Oh, Dreck, zweimal kassiert. Genau, abknallen. Oh, shit. Banditen! Die ohne als Hilfe! Scheiße, Keck wird angegriffen. Keck, lauf rein. Oh Mann, ich komme niemals weg, ne? Wir verpissen uns jetzt. Komm weg hier. Keine gute Idee. Ach, scheiße. Kämpfen. Und schon wieder kämpfen. Naja, was uns nicht besiegt, macht uns stärker. Aber wir haben hier keine Händler, glaube ich. Ich glaube, Carla braucht eine andere Waffe. Malus in Gebäuden. Cool, dass ihr das berücksichtigt, ne? Falls wir jetzt nicht K.O. gehen, gehen wir weiter. Die machen hier alle platt.
Okay, sind wir alle... Okay, Arzt. Wo ist Till? Ich bin hier. Der gute alte Till. Wer ist denn hier? Okay, erstmal kurz warten, dass alle geheilt werden. So, dann nehmen wir mal den Till auf. Wo ist denn eigentlich die gute alte Kate? Wird immer noch rumgetragen. Ah, ihr müsst auf den guten Moment warten. Da hinten ist wieder eine Siedlung. Da, Faulzahn. Da ist diese Siedlung, wo ich hin wollte. War doch noch weiter oben, aber da wollen sie auch nicht hingehen. Da ist noch eine Siedlung. Vielleicht wollen die... Doch. Ah, wir werden es sehen. Vielleicht werde ich ja verkauft an irgendjemanden. Wird Kate verkauft, nicht ich. Immer laden, 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 laden. Hier sind immer dort Leute am Vermöbeln. So, los geht's. Ist die ganze Zeit Sandsturm. Ist mir aber egal, ob wir Sandsturm haben oder nicht. Ich will jetzt weiterkommen. Oh, ist das schön offen hier. Boah, hier müssen wir hinbauen. Boah, hier ist Metall. Boah, cool. Oh, die wilde Steppenprärie. Hier sind Bullen. Aber wir bräuchten so einen Händler in der Nähe, ne? Kommen uns denn eigentlich Karawanen besuchen, wenn wir so einen Außenposten haben? Ja, oder? Ich glaube, da kommt uns alles Mögliche besuchen. Boah, geil. Guck mal hier. Schön hier. Was haben wir denn? Haben wir hier irgendwo Eisen oder so? Bräuchten hier Ressourcen? Fruchtbarkeit ist ein bisschen fruchtbar. Stein ist auch da. Eisen gibt's. Kupfer ist genau hier. Da. Alles hier. Ein bisschen, aber immerhin. Cool. Eisenkopf. Es ist alles hier. Merken wir uns mal die große Kreuzung. Skinner's Rome. Nicht schlecht. Gut, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Holy shit. Holy shit. Ist hier eine Stadt? Alter, hier war eine Stadt. Totland. Oh ja, das wird gemütlich. Alter, was ist das denn da? Alter, hier sind Drohnen. Alter, hier fliegen Drohnen rum. Guck mal, wie viele Drohnen da rumfliegen. Guck mal, wie viele Drohnen da sind. Was hat er gesagt? Wächter der Heiligen, möge... bei den Brüsten von Okran, das sind verdammte Totlande. Wir könnten hier nicht herkommen. Das ist kein Ort für Menschensgleichen. Oh Gott. Totland. Ja, sag's auch nochmal. Ja. Oh Mann. Vielleicht habe ich mich ja vertan. Das kann doch sein, oder? Alter, was ist das? Eine Eisenspinne, alte Maschine. Ist gefährlich. Wir müssen Deckung suchen, schnell. Ach Quatsch, das geht schon. Ich speichere lieber mal ab. Komm, wir gehen zu den Maschinen. Das ist bestimmt gut. Ich lese im Wiki, wo gibt's Parts? Ach, da gibt's viele. Geht dahin. Ja, und dann bete, dass du überlebst. Was ist das denn da unten? Outpost. Wenn wir hier querfeld eingehen. Sollten wir doch... Oh, da ist ein... Ist ein riesengroßes Raumschiff? Da sind überall so Spinnen. Kann
Kann ich hier Schutz suchen? Komm, wir gehen mal hier rein. Soll ich draufhauen? Waffenkammer. Ich speichere mal kurz ab. Beim letzten Mal kann man diese bescheuerten Piraten... Vielleicht kommen jetzt Maschinen. Ja, wir können reingehen. Ah! Alter! Komm, wir gehen rein. Gute Idee. Bestimmt bei den Ruinen im Sumpf wäre es bestimmt nicht anders gewesen. Alter Schwede. Oh Mann. Ich glaube, hier war das. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe jetzt die Karte nicht mehr auf. Da, guck mal. Das sieht doch danach aus, oder? Da, irgendwie. Hier sind überall so Drohnen. Guck. Die alte Zivilisation. Hier war also eine Stadt. Haben sich wahrscheinlich alle gegenseitig ausgelöscht. Was hat er gesagt? Entschuldigung. Oh, ist ein bisschen schade, dass das so schnell... das ist saurer Regen. Entdeckung. Verdammter saurer Regen. Ja, wir müssen hier weg. Unbedingt. Ach, ich brauche dafür... Brauche ich diese bescheuerten Strohhüte. 2% weniger... Ne, ich glaube, das ist irgendwas anderes. Ruine entdeckt. Warte mal. Komm, wir gehen mal nach Norden. Das sieht aus wie so eine Techno-Union-Schiff von Dingelsbummens. Ne, da ist noch was. Ich brauche, glaube ich, ein Haus. Hab ich mich da ist doch was. Da ist ein Gegner. Schwarze Wüstenstadt entdeckt. Black, ja, da ist es. Da müssen wir hin. Hoffentlich kommen wir überhaupt lebend an. Ich speichere nochmal ab und dann rennen wir durch. Die schwarze Wüstenstadt. Oh, okay. Ich sehe meine Leute nicht mehr. Die rennen durch die Ruinen. Aufpassen, dass keiner von den Dingern hier lebt. Da oben ist sie! Boah, hoffentlich töten die mich nicht. Ja, ich verliere Lebensenergie. Alle verlieren ein bisschen Kopf und Brust. Aber Nahrungsmittel verkaufen die hier bestimmt nicht. Das wäre echt lustig. Die Menschen haben sich, seit wir uns letztes gesehen haben, verändert. Vielleicht haben sie sich weiterentwickelt. Ach, die, guck mal. Die wohnen... Wie lustig. Guck, die wohnen hier in diesen Ruinen. Alleine. Seit Jahrtausenden wahrscheinlich. Ohne Kontakt mit Menschen gehabt zu haben. Da gehen wir rein. Oh, Gott sei Dank. Wow. Willkommen. Tritt ein und schau dich um. Skelettzivilist. Ein Mensch? Kommt nicht jeden Tag vor, dass ich ein menschlicher Kunde habe. Aber klar, ich habe eine Menge Teile, die dir passen sollten. Bist du nur wegen dem Expertise hier hingereist? Meine Güte, ich fühle mich geschmeichelt. Ich kann allerdings verstehen, menschliches Fleisch ist nur zum Verwesen gut. Worauf wollte ich hinaus? Zeig mir, was du da hast. Ich brauche eine Reparatur. Zeig mir, was du da hast. So. Wow. Mann, das nenne ich mal... Das ist nicht mal eine Ausbeute. So viel kostet das als 9.000, 7.000. Also wir brauchen für den Zill ein Zill. Was brauchen wir? Linker Arm und rechtes Bein. Ein Standard, ja? Industrial Arm Left. Das kostet 7.000. 15.000. Was ist das? Skelettarm links. 8.000. Okay, nehmen wir ein Skelettarm links. 8.000. Mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. So, und dann... brauchen wir so ein...
so eine Werkbett. Eigentlich haben die das auch immer. Das da? Skelettreparaturbett. So, warte mal, Zill. So. Und dann. Wer hat denn den Arm? Der Zill hat den. Und jetzt? Ich glaube, jetzt brauchen wir noch ein Reparaturkit. Brauchen wir noch ein. Zill braucht noch ein rechtes Bein. Ist egal, irgendwas günstiges. Hier. Stealth Leg Left. Stealth Leg Left, da war es doch eben. Standard. Schwimmen minus 25%, ja. Schaffst das schon. So. So, nehmen wir mal. Ich meine, wir haben auch Ingenieurskunst, oder? Brauchen wir noch so ein Kit? Hat er nicht. Kits hat er nicht. Pass auf, Und jetzt? Aufheben, Verletzungsschienen. Orte-Sehnkasten. Grundlos angreifen, nee. Fumin. Okay, jetzt bin ich verwirrt, ja? Pass auf. Komm, wir reden mal mit dem. Haben wir hier nicht noch einen Händler? Es ist bestimmt irgendwo noch ein Händler. Komm, wir gehen mal dahin. Nee, nicht, Zill. Und hier gibt's nichts zu reden. Ich könnte etwas haben, das deinem fehlenden Arm Abhilfe schaffen. Schau mal. Ja, das haben wir gemacht. Also, er kann ihn nicht reparieren. Geh bitte. Oh, Entschuldigung. Das alles? Das wird echt ein Problem werden. Hab ich schon erzählt, dass wir kein Essen mehr haben? Da hinten ist noch mehr. Alter, das ist eine ganze Festung. Da, Bar! Oh, Gott sei Dank. Sag nicht, hier gibt's eine Menschenbar. Alter, gibt es? Sag, was du hast. Oh, scheiße, kannst du essen. Grog und Treibstoff. Skelettreparaturset nehmen wir mal. Für Kosten 1. Nur 4000. Scheiße. Haben wir noch? Ja, gerade. Wow, kein Essen. Ich meine, warum auch? Zill hat noch Brot. Carla kann noch ein bisschen an die anderen geben. Keck hat auch noch ein bisschen was. Geht an Fumin. Okay, wir haben noch ein bisschen. Gehen wir nochmal das Reparaturset. So. Nochmal zurück. Und ich habe jetzt keine Ahnung. Der Verbandskasten Skelette enthält Werkzeuge und geläufige robotische Teile. So, wie funktioniert das jetzt? Zill? Schlafen. Aufheben, grundlos Leibwächter. Ja, keine Ahnung, Leute! Ja? Was mache ich hier? Was soll ich machen? Ich glaube, wir hören jetzt erstmal hier auf. Ich lese jetzt mal nach, wie wir dem anschieben. Die Folge ist sowieso zu Ende. Und dann machen wir das nächste Folge fertig. Also, bis dahin. Haut rein.